Es gibt da draußen so viele gute Landschaftsfotografen, die an den schönsten Plätzen der Erde Bilder bei Sonnenaufgängen oder Sonnenuntergängen kreieren und einfach Spaß an der Landschaftsfotografie haben. Aber sobald es draußen dunkel wird, packen sie den Kamerarucksack zusammen und verlassen den Fotospot, weil sie der Meinung sind, dass man im Dunkeln nichts mehr fotografieren kann. Vor einigen Jahren war ich noch fest im Büro angestellt und mir war es auch familientechnisch nicht möglich, bei den besten Bedingungen bei Sonnenaufgang oder Untergang Bilder zu machen. So habe ich aus diesem Zeitmangel heraus mich dazu entschieden, in der Nacht alleine mit der Kamera loszuziehen und Landschaftsbilder zu machen. Und ich kann euch echt sagen, mich hat die Bildqualität umgehauen, die unsere heutigen Kameras bei einer längeren Belichtungszeit zu leisten vermögen. Wenn man es nicht selber probiert hat, kann man kaum glauben, welche schönen Landschaftsbilder auch bei dunkelster Nacht bei einer Belichtungszeit von ca. 15 Sekunden möglich sind. In manchen Nächten hatte ich sternklaren Himmel und die Bilder, die bei den Fotosessions entstanden sind, die waren so gut, dass ich mir sie in groß auf Acrylglas ausdrucken haben lassen. Wenn dich die Landschaftsfotografie begeistert, du aber nicht weißt, wie du deine Kamera bei Nacht einsetzen sollst, um beispielsweise auch die Milchstraße zu fotografieren, schau dir dieses Video an. Ich habe früher meine Nachtbilder oder meine Milchstraßenbilder mit einer APS-C-Kamera gemacht, mit der A6400 und A6500. Dann bin ich irgendwann auf eine Vollformatkamera umgestiegen. Aber du sollst nur wissen, ob APS-C oder Vollformat ist völlig wurscht. Kamera ist wichtig und ein sehr lichtstarkes Objektiv ist eigentlich super, super wichtig. Also wenn du ein Objektiv hast mit Blende 4 oder drüber, lass es sein. Aber wenn du ein Objektiv sowieso am Start hast mit einer 2,8er Blende oder vielleicht eine 1,8er Blende, dann wäre es richtig perfekt. Und umso weitwinkliger dieses Objektiv ist, umso besser ist es, weil dann kriegst du einfach noch viel mehr vom Nachthimmel und von deinem Vordergrundmotiv drauf. Also Kamera und lichtstarkes Objektiv ist wichtig. Dann, klar, als Landschaftsfotograf braucht man auch ein Stativ. Das solltest du auch dabei haben. Das ist wirklich alles erstmal zum Equipment. Nächster wichtiger Punkt wäre die Location. Such dir eine Location aus, am besten wie ich jetzt hier am Kaff stehe, an einem Steg am See, wo keine Lichter außenrum sind, also keine Städte außenrum sind. Also fahr raus, wenn du die Möglichkeit hast, such dir ein Feld, eine Wiese, Gebirge, egal, irgendwas, wo keine Lichtverschmutzung ist. Dann kommst du zu den besten Ergebnissen. Und die besten Ergebnisse kriegst du auch nur um die Zeit Neumond herum. Oder heute ist direkt Neumond und das bedeutet, man sieht in der Nacht den Mond nicht. Bei Neumond ist es stockdunkel oben am Himmel und die Sterne kommen richtig schön zur Geltung. Darauf muss man achten. Und wenn du Glück hast und es ist noch eine Nacht so wie jetzt, die nahezu wolkenfrei ist, dann hast du eigentlich die perfekten Bedingungen, um rauszugehen. Und jetzt gerade im Sommer ist es angenehm, jetzt haben wir 0:30 Uhr. Da kann man schon noch mal rausgehen, um eine halbe Stunde hier ein cooles Foto zu machen. Und jetzt zeige ich dir mal direkt an der Location, wie ich das Ganze angehe und wie du in 5 Minuten eigentlich ein gutes Bild hinkriegst. Ich taste mich bei meinem Motiv oder beziehungsweise Vordergrundmotiv und Sternenhimmel immer heran und zwar im M-Modus mache ich das. Da fühle ich mich einfach am wohlsten, weil ich einfach alle Settings in der Kamera selber beeinflussen kann. Also, erster Schritt, ich schalte hier auf M. Zweiter Schritt. Ich wähle meine Blende und zwar mache ich es immer so, dass ich meine kleinstmögliche Blendenzahl wähle. Bei diesem Objektiv ist es eine 1,8er Blende, also F stelle ich mir hier ein auf 1,8. Von der Belichtungszeit ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dass man die nicht zu lang wählt, weil mit einem 14mm Objektiv kann ich eine Belichtungszeit wählen zwischen 15 und 20 Sekunden. Wenn ich jetzt eine Belichtungszeit wählen würde mit 40 Sekunden oder länger, ja, dann hätte das zur Folge, dass meine Sterne oben am Himmel nicht mehr als Sternenpunkte dargestellt werden im Bild, sondern als kleine Strichspuren. Und es sieht dann ziemlich amateurhaft aus und das wollen wir nicht. Also ich will kleine Punkte haben, somit belichte ich erstmal für den Anfang mit 20 Sekunden und nicht drüber. Ihr müsst wissen, desto länger die Brennweite ist, also wenn ihr jetzt einen 24 mm habt oder 35 mm habt, umso kürzer könnt ihr belichten, damit keine Strichspuren zu sehen sind. Es gibt im Internet Tabellen, die könnt ihr euch anschauen oder ihr nehmt euch die Fotopilz-App zur Hilfe. Da könnt ihr eure Kamera auswählen, ihr könnt das Objektiv auswählen und dann den Knopf drücken, Strichspuren und dann spuckt euch die App von Fotopilz direkt die richtige Belichtungszeit aus.
Erstens wähle ich die Belichtungszeit hier mal von 15 Sekunden aus. Im zweiten Schritt die Blende wirklich, lasse ich mal auf 1,8, das ist mir wichtig. Und jetzt seht ihr, ich bin auf minus 2 Unterbelichtung oder sogar mehr. Jetzt muss ich die ISO hochdrehen, das kann ich hier an meinem Drehrad machen. Bestimmt auf 2000 oder sowas muss ich hoch. Ja, auf 2000 und bin jetzt hier plus minus 0. Bei meiner Kamera, bei der A7 III, ist es jetzt so, wenn ich hier mir das Histogramm einblenden lasse, spackt es komplett ab. Ich muss mich hier auf diese plus minus 0 verlassen. Das Histogramm kann mir nachts irgendwie die richtige Belichtung nicht anzeigen. Deswegen richte ich mich jetzt hier danach. So, Freunde, dann wichtig ist jetzt hier AFC, der Autofokus, der muss aus sein. Und den schalte ich hier jetzt mal schnell aus. Ich muss nämlich im manuellen Fokus jetzt Sterne anfokussieren. Ich muss jetzt mit der Displaylupe hoch in den Nachthimmel und die habe ich mir hier auf die C2-Taste gelegt. Und gehe mal hoch. Ich sehe hier einen kleinen Punkt. Könnt ihr den erkennen? Kann man den erkennen, diesen Stern? Und jetzt drehe ich hier oben an meinem Fokusring und ihr seht, jetzt ist der Stern knackscharf da oben. Jetzt habe ich ihn. Also wenn die Sterne ganz, ganz klein als Punkt zu sehen sind, hat man den Fokus getroffen. Gut, das war jetzt zum Fokussieren. So mache ich das. Jetzt habe ich das gemacht. So, jetzt kommt der schwierigste Part und zwar die Kamera richtig ausrichten. Ich behelfe mir an der A7 III mit diesem Bright Monitoring oder der hellen Überwachung. Die habe ich mir auf die C4-Taste gelegt. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, wie ihr euch die helle Überwachung hier hinlegen könnt. Es hat folgendes bewirkt es. Die C4-Taste schaut her, wenn ich hier drauf drücke, boom, belichtet die Kamera wahnsinnig gut und ich kann mir meine Bildkomposition schon schön auswählen. Jetzt könnt ihr hier schon mit freiem Auge die Milchstraße sehen. Das ist doch echt der absolute Wahnsinn. Ich schaue jetzt auch nochmal, ob meine Kamera wirklich in der Waage ist. Ist sie? Man sieht die Milchstraße jetzt schon. So, und jetzt zeigt es mir hier gerade an, minus 1 von der Belichtung her. Dann gehe ich halt einfach nochmal auf ISO 2500. Und höher gehe ich auch nicht, weil sonst kriege ich zu viel Bildrauschen. Eine weitere Hilfe wäre auch noch zum Fokussieren, wenn euch das schwer tut, dass ihr das Focus Peaking anmacht. Ihr seht, ich stelle es mal hier auf Focus Peaking High einfach an. Da leuchten mir die Sterne, die ich anfokussiere, schön rot auf. Seht ihr das? Das könnte auch noch mal eine Hilfe sein in manchen Situationen. Wenn ich jetzt hier am Fokusring drehe, sind sie nicht mehr rot. Jetzt nähere ich mich, boom, und schon werden sie rot. Und rot bedeutet in dem Fall, ich habe den Fokus komplett getroffen. Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Man kann die Sensorstabilisierung an den Kameras auch ausmachen. Ich muss es in meinem Fall jetzt nicht machen. Bei mir steht sie hier auf Steady Shot On. Das hat einfach den Grund, meine Kamera erkennt das Objektiv und erkennt das Stativ, dass die Kamera safe steht. Wenn ich jetzt ein Fremdobjektiv draufschrauben würde, könnte es sein, dass das Bild verwackelt, dadurch, dass der Sensor irgendwie zu stabilisieren versucht. Also mit dem Sony-Objektiv kommt die Kamera klar, erkennt das Stativ. Ich lasse die jetzt hier mal an. Jetzt der letzte wichtige Punkt ist noch der, geht auf die 2 Sekunden Auslöseverzögerung. Also Selbstauslöser auf 2 Sekunden oder schließt einen Fernauslöser an, geht weg von der Kamera, dass da nichts verwackelt, wenn man 5 Sekunden jetzt dieses Bild macht. Und das war's, Leute. Ihr seid somit in der Lage, in 5 Minuten ein ganz gutes Bild hinzukriegen. Ich mach's mal. Einmal mit Videolicht und dann ohne, weil jetzt mit dem Videolicht sieht man wahrscheinlich den Steg. Aber nur zur Verdeutlichung wird es echt klappen. Und ihr seht, wir haben heute wirklich wolkenfreien Himmel. Wir haben Neumond. Die Bedingungen sind perfekt. Boom! Und die Milchstraße ist hier oben drüber super schön zu sehen. Cool. Jetzt mache ich das Ganze nochmal ohne Videolicht. Und wisst ihr, was mir gerade richtig gut gefällt, wenn ich mir das Bild anschaue? Die Sterne spiegeln sich hier in der Wasseroberfläche, weil das Wasser spiegelglatt ist hier an diesem See. Echt schön. Aber mit den Einstellungen 15 Sekunden, 1,8er Blende und ISO 2500 fahre ich hier ziemlich, ziemlich gut. Päh.
So, und wenn ihr tatsächlich nicht nur den Sternenhimmel, sondern auch die Milchstraße fotografieren wollt, ist es unheimlich wichtig zu sehen, wo ist die Milchstraße überhaupt zu sehen. Und ich behelfe mir da auch mit der Fotopilz-App. Die gibt es für iOS-Handys, also für Apple-Handys und auch für Android zum Runterladen. Und wenn ihr die habt, macht Fotopilz auf, geht oben auf den Button hier Planer und dann müsst ihr eigentlich nur noch auf Nacht-AR, hier auf den Modus Nacht-AR klicken. Rechnet das Handy kurz und es zeigt euch, wo die Milchstraße zu sehen ist. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, und man kann hier ganz deutlich sehen, wo sie dann hinwandert, 0.40 Uhr darüber. Also das ist ein super, super Hilfsmittel. Und ihr seht, ich stehe jetzt hier wirklich perfekt. Ich habe mir auch vorher den Steg schon hier in der Fotopilz-App wirklich ausgesucht, den hier zu finden. Ha, so einfach geht's. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das beachtet. Da kommt ihr super schnell zu Ergebnissen. So, und jetzt kommt das Wichtigste. Wenn ihr jetzt sagt, ja, du hast hier dieses gute Sony-Objektiv mit der 1,8er Blende. Ich habe noch ein anderes Objektiv dabei, und zwar das Samyang 2.8. Das ist ein sehr, sehr günstiges Objektiv. Das hat mal vor 2 Jahren oder sowas 600 Euro gekostet. Ist wirklich günstig im Vergleich zu dem Objektiv. Ich schraube das jetzt mal drauf und mache dasselbe Bild. Da habt ihr einen Vergleich. Und das Beste kommt zum Schluss. Ich werde mein Samyang-Objektiv verschenken. Und zwar jetzt hier in diesem Video. Um dieses Objektiv geht's. Das Samyang ist auch ein 14er mit einer schönen gewölbten Linse und sehr, sehr lichtstark mit 2.8. Da schraube ich jetzt drauf, mache es noch leicht sauber und dann werdet ihr sehen, es ist nahezu identisch, das Bild. Das Samyang, was mir halt auffällt, ist, ja, man muss die ISO halt ein Stückchen höher drehen, einfach weil es nicht so lichtstark ist. Und am Rand ist es nicht so knackscharf wie das Sony. Aber ich sag mal, hey, für einen Hobbybereich ist das ein Wahnsinnsobjektiv. Wahnsinn. Ich habe damit 2 Jahre lang fotografiert und wirklich schöne Bilder gemacht. Bei Tag und bei Nacht. So. Ah, es schmiegt sich schon gut an. Dieses Samyang-Objektiv könnt ihr folgendermaßen gewinnen. Ihr müsst kommentieren, also schreibt ruhig rein, Bam und Samyang oder Bam, ich will das Samyang haben. Ihr müsst 18 sein und aus Deutschland kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und im nächsten Video, was spätestens am 15. Juni rauskommt, dann werde ich den Gewinner preisgeben. Seid euch auch bewusst, dass ich den Namen oder den YouTube-Kanal nennen werde und ihn kurz einblenden werde. Also wenn euch das nicht recht ist, dann bitte macht nicht mit. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber ich gebe es gern und ungern her. Ich habe mal vor einem Jahr gesagt, als ich mir das Sony geholt habe, wenn ich mal 20.000 Abonnenten auf meinem Kanal habe, dann verlose ich es. Und da möchte ich jetzt auch Wort halten. So. Ich freue mich auf eure Kommentare und jetzt machen wir doch mal hier das Bild mit dem Samyang. So, dass ich, da ich das Objektiv gewechselt habe, muss ich jetzt den Fokus unbedingt noch mal checken. Ich sehe hier, das Focus Peaking ist an. Ich gehe hier wieder schön in meine Display-Lupe rein und versuche die Sterne wieder ganz, ganz klein hier mir darstellen zu lassen und es klappt wunderbar. Es ist einfach ein geiles Objektiv. Ich werde es vermissen. Ne? Passt. Schön scharf. Jetzt hier nochmal die C4-Taste drücken. Stativ habe ich nicht bewegt. Ich stehe hier immer noch einigermaßen in der Mitte. Ja. Und ihr seht von den Einstellungen her, passt eigentlich immer noch. Obwohl ich auf einer 2,8er Blende bin, zeigt er mir hier minus 0,7 an. Auf ISO 2500 ist alles kein Stress. Ich mache das Bild. Videolicht kurz aus und dann, Freunde, seht ihr, dass der Unterschied gar nicht so wahnsinnig groß ist. Aber jetzt habt ihr einen Einblick gekriegt, wie ich meine Nachtfotos mache. Ihr seht den Unterschied zwischen beiden Objektiven.
Jetzt gibt es noch ganz kurz die Nachbearbeitung. Jetzt können wir spielen. So, und wenn ihr komplett eskalieren wollt, da könnt ihr auch noch mit diesen kleinen LED-Lampen spielen. Der Daniel, der mich gerade filmt, hat die Dinger gerade ausgepackt und hier gut 30 Stück am Steg verteilt. Und schaut euch mal diese Optik an. Das sieht echt aus wie so eine Art Landebahn. Da haben wir jetzt ja Erfahrung in dem Thema Landebahn, ne? Und hier bleiben die Einstellungen exakt gleich. Das Einzige, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist, dass wir die kleinen Lämpchen so ein kleines bisschen weiter nach links in Richtung Steg gesetzt haben, weil die sonst zu hell sind bei so einer 15 Sekunden Belichtungszeit. Aber hier kann man auch wahnsinnig coole Bilder machen. Ich zeige euch mal das Foto. Wir machen mal kurz das Videolicht aus und dann seht ihr gleich das Ergebnis. Die Kamera habe ich jetzt auch absichtlich ein bisschen tiefer gestellt. Da wirkt jetzt der Steg mit den Lichtern einfach nochmal viel schöner und das hat jetzt auch den Grund, ich habe einfach noch mehr Nachthimmel drauf, weil die Milchstraße hat sich schon enorm nach oben bewegt. Aber Eskalation pur hier am Steg. Wahnsinn. Und ja, dann freut es mich, wenn ich euch mit dem Video weitergeholfen habe. Bleibt dabei, schaut euch das nächste Video an und ich bin ganz gespannt, wer dieses Objektiv gewinnt.